Wegen so einer Lappalie wollen Sie mich feuern? Ich habe gesagt, raus hier und zwar sofort. Oder muss ich noch deutlicher werden? Arschloch! Zurzeit läuft aber auch alles schief. Barry hat mich betrogen, meine Oma liegt im Krankenhaus. Ich habe vielleicht bald keine Wohnung mehr, jetzt bin ich auch noch arbeitslos. Ist einfach scheiße. Bin nicht so schüchtern, sei etwas lockerer. Wie wäre es mit Erotik- und Sexfotos? So etwas kommt für mich nicht in Frage, niemals. Entweder Sie zahlen oder Sie fliegen raus. So einfach ist das. Keine Hilfe. Guck nicht so blöd. Ich bin völlig okay. Kapierst du das nicht? Ich hasse übrigens Lisa. Philipp. Das ist ein kleiner Prinz, der nachts Monde zaubert, damit alles schön leuchtet. Du bist echt ein eigenartiger Kerl. Typisch, wie meinst du das? So seid ihr Künstler nun mal. Wollt euch nicht binden, legt lieber immer wieder eine andere flach. Das Leben ist so sinnlos und ungerecht. Das finde ich allerdings nicht. Wie meinst du das? Naja, die meisten glauben doch, wenn sie Karriere machen, ein schönes Haus besitzen, ein dickes Auto fahren, berühmt oder angesehen sind, dass dies wahres Glück bedeutet. Mag ja sein, dass ein Menschen für kurze Zeit pusht. Was bleibt, ist eine innere Leere. Das macht für mich auf jeden Fall nicht den Sinn des Lebens aus. Ich verstehe nur nicht, warum alle Religionen immer von Liebe reden und selber so eine Scheiße bauen. Wir sind halt dem Prinzip der Liebe nicht gefolgt. Wäre doch schön, wenn wir auch irgendwann wie ein Stern in der Dunkelheit leuchten würden. Naja, leuchten tut man eben nur mit Liebe. Philipp, mich hat was berührt. Es wird wohl ein Fisch gewesen sein. Ein Fisch? Ja, Fische gibt es nun mal in Seen. Aber noch nicht, wenn ich da drin bin. Das hätte man Ihnen allerdings sagen müssen. Ich glaub's nicht. Du bist verliebt. Ach, so ein Unsinn. Sie steckt gerade nur in einer sehr schwierigen Situation. Läuft da was? Ach, Quatsch. Lisa? Da läuft nichts. Wie kommst du darauf?